Seit einem Mallorca-Urlaub leidet Stefanie Reicher an einer Sonnenallergie. Und sie weiß, die Sonne kann noch weitere Krankheiten auslösen, bis hin zu Krebs. Was bleibt einem da? Sich dick eincremen mit Sonnenschutz, unterm Sonnenschirm bleiben oder sich doch einfach in die Sonne legen, wenn auch mit einem schlechten Gewissen? Vor anderthalb Jahren überraschte sie ihr Nachbar Klaus Lang mit einer verblüffenden Lösung. Damit kann sie angeblich ohne Bedenken in der Sonne baden. Binnen 3 Minuten hat er seine Erfindung aufgebaut, zusammengesteckt mit Glasfieberstangen wie ein Iglu-Zelt. Doch was ist das eigentlich? Dies ist ein Sonnenbogen, den ich entwickelt habe. Mit diesem Sonnenbogen hat man die Möglichkeit, selbst bei sehr empfindlicher Haut sich zu bräunen, ohne sich den üblichen Risiken auszusetzen. Die Idee? Anstelle der Haut bekommt diese Folie den gefährlichen Sonnenbrand. Sie soll 5000 Stunden halten. Das wären 10 Jahre lang Sonnenbaden. Dabei soll eine Filtermembran die UV-Strahlen blockieren, die verantwortlich sind für Sonnenbrand und Hautkrebs. Nur wenige harmlos bräunende UVA-Anteile und das sichtbare Licht dringen hindurch. Außerdem wird die Infrarot-Wärmestrahlung reduziert, sodass es unter der Folie nicht zu heiß wird. Und nicht nur das. Die Folie soll noch mehr können als schonend bräunen. Das ergab sich, als Klaus Lang seinen Sonnenfilter wissenschaftlich testen ließ, an der Hautklinik der Uni Tübingen bei einem renommierten Fotodermatologen. Professor Marc Berneburg behandelt Hautkrankheiten wie Neurodermitis gezielt mit Licht in unterschiedlichen Wellenlängen und Farben. Die neue Filterfolie könnte bei dieser Therapie einen großen Fortschritt bringen. Das Besondere an diesen Folien ist ja, dass man unerwünschte Wellenlängen abfiltern kann und die für die Therapie gewünschten Wellenlängen durchlassen kann. Hierdurch hat man natürlich die Möglichkeit, ganz spezifisch für die einzelne Erkrankung die Therapien maßzuschneidern und hier besonders effektiv zu sein. So der Stand vor anderthalb Jahren. Als wir ihn jetzt erneut besuchen, ist Klaus Lang mächtig im Stress. In seiner Werkstatt wird die Spezialfolie neuerdings mit Ösen versehen, um sie dann mit Gummis in Gestelle einzuspannen. Resultat zum Beispiel: ein ganzes Sonnendach überm Sandkasten im örtlichen Kindergarten. Nach einer Woche Probezeit hat die Leiterin Karin Thielmann ein gutes Gefühl. Fühlt sich eigentlich gut an, es fühlt sich halt kühler an wie draußen in der Sonne. Wir haben die Erfahrungen so gemacht in den letzten Jahren, dass immer häufiger, vor allem am Anfang der Sommerzeit, die Kinder häufig Sonnenbrand kriegen. Und also ich erhoffe mir jetzt, dass wenn sie da drunter spielen, dass das vielleicht sich löst. Ein paar Ecken weiter treffen wir Ecke Stober unter einer Pergola mit Sonnenschutzfolie. Seit Jahren plagt sie eine schwere Neurodermitis. Die Erfindung von Klaus Lang hat sich auf ihre Haut positiv ausgewirkt. Also ich habe festgestellt, dass die Haut dadurch deutlich ruhiger wird, dass es nicht so aktiv ist, die Neurodermitis, nicht so feucht und scharfig, die wird glatter, die Haut. Die Heilpraktikerin ist von der positiven Wirkung überzeugt. Wird ein Sonnenbad unter der Folie auch bald von Ärzten empfohlen? Wir arbeiten gerade daran, dass diese Folien die notwendigen Zulassungen bekommen, dass wir diese heilenden Wirkungen ausloben können. Für den Erfinder ginge damit ein weiterer Traum in Erfüllung, so wie der vom Preis ausgewählte Ort, der ihm vom Bundespräsidenten persönlich überreicht wurde.